Nessun dorma, nessun dorma. Bist du schon am Drehen? Ja, natürlich. Oh mein Gott, aber das ist ja gar nicht die Norma, das ist ja die AIDA. Ciao Avicii! Heute gibt's mal wieder ein Video. Nein, wollen wir nicht nochmal anfangen? Nein, Okay. das ziehen wir jetzt durch. Okay. Heute, meine lieben Freunde, gibt es ein wunderbares Gericht aus Sizilien. Es heißt Pasta alla Norma. Ihr habt mich ja schon singen gehört und ich hoffe, dass ich besser kochen kann, wie dass ich singen kann. Was brauchen wir dazu? Schauen wir mal. Ich habe hier wunderbare Auberginen aus dem Garten, etwas Salz, Pflanzenöl, wunderbare Basilikum, etwas pürierte Tomaten, Fior di Sale. Ihr könnt auch normales Salz nehmen. Ich nehme Fior di Sale, Knoblauch und feinstes Olivenöl. Unsere Pasta habe ich auch schon vorbereitet und als Topping habe ich ein Stück Ricotta Infornata, habe ich von Sizilien mitgenommen. Original gehört natürlich La Ricotta Bianca, also die ist dann schneeweiß, ist aber grundsätzlich das gleiche Produkt. Diese Version ist einfach nur gebacken. Legen wir los. Als allererstes habe ich hier meinen schönen Knoblauch. Schneide ich gleich in der Mitte durch. Zack, zack. Habe ich wunderbare 4 Stücke. Oh, wie der riecht. Sehr sizilianisch. Packe ich hier rein. Ein bisschen Olivenöl. So. Achtet bitte bei der Wahl des Olivenöls, dass es wirklich ein gutes Produkt ist. Mit diesem Produkt steht und fällt fast jedes italienische Gericht. Wenn die Qualität nicht gut ist oder respektive das Öl zu wenig aromatisch ist, dann macht sich das nachher in eurem Gericht bemerkbar. So, unser Knoblauch, der brutzelt hier schon vor sich hin. Er wird jetzt mein Öl schön aromatisieren. Die, die den Knoblauchduft nicht so gern haben, die nehmen jetzt den Knoblauch bitte wieder heraus. Ich lasse ihn drin, wir mögen Knoblauch sehr gerne. Ich mache jetzt unsere Tomatensoße mit dazu, lösche das Ganze ab, schalte hier direkt runter. Dann kommt meine Blätter Basilikum herein und ordentlich Salz. So. Lassen wir das Ganze jetzt mal köcheln. Das riecht jetzt schon ganz fantastisch. In einem halben Stündchen sehen wir uns wieder und dann fangen wir mit diesen zwei zuckersüßen Auberginen an. Bis gleich. Ihr könnt es ja nicht riechen, aber ich kann es. Und ich weiß, dass es nachher ein ganz leckeres Essen gibt. Wir werden jetzt in der restlichen halben Stunde, in der die Soße kocht, werden wir unsere Auberginen schneiden und entwässern. Legen wir los. Als erstes mache ich hier den Schwung weg. So. Und das erschlägt, wie man bei uns sagt. Und dann schneide ich sie mir einfach in Würfel. Ich bin ja schon öfters gefragt worden, woran man erkennt, ob eine Aubergine reif genug ist oder trüb ist. Das ist eigentlich sehr einfach. Wenn sie noch nicht geschnitten ist, dann kann man hier so den Daumen ein bisschen reindrücken und dann gibt die Aubergine so ein bisschen nach. Das ist ein Signal oder wie man sagt, ein Anzeichen dafür. Und was natürlich wichtig ist, nach dem Aufschneiden, dass sie wunderbar hell ist. Also wenn die Aubergine braun ist, dann ist sie bitter, dann schmeckt sie nicht mehr und ich würde sie dann nicht mehr verwenden. So. Normalerweise, ihr kennt ja alle meine Videos und meine Rezepte, habe ich die Norma bisher immer
so gemacht, dass die Aubergine in Scheiben geschnitten worden ist. Heute habe ich mich für eine andere Variante entschieden und tatsächlich ist das nicht in Stein gemeißelt. Ich werde heute Würfel verwenden. So, um sie zu entwässern, packe ich sie mir hier in diesen Sieb. So, schön rein. Perfekt. Und habe mir auch schon ein Schüsselchen darunter gemacht. Und jetzt mache ich hier reichlich Salz dran. Das Salz bewirkt nichts anderes, als dass das Wasser die Bitterstoffe aus der Aubergine herausdringen kann. So, perfekt. Das Ganze decke ich mir zu und lasse mir das jetzt die letzte halbe Stunde, in der meine Soße kocht, lasse ich das hier schön vor sich hin entwässern. Bis gleich. Schauen wir doch mal, was ich in der letzten halben Stunde hier getan habe. Ach, schaut euch das an. Da hat sich doch was getan. Ich nehme jetzt ein Tuch und mache meine Auberginen darauf und tupfe das restliche Wasser ab. In der Zwischenzeit mache ich mir die Pfanne warm, nehme etwas Pflanzenöl und erwärme es. So sieht das aus. Meine Pfanne ist warm und ich nehme jetzt die Aubergine und schmeiße sie in die Pfanne. Wie ihr seht, spritzt hier überhaupt nichts, gar nichts. Ja? Es brutzelt zwar, aber es spritzt nicht. Das hat den ganz einfachen Grund, das Wasser ist ja draußen. So, perfekt. Lassen wir das Ganze jetzt schön anrösten. So, während das Ganze hier schön vor sich hin brutzelt, das darf ruhig gut Röstaromen bekommen, nehme ich meinen Wassertopf für die Pasta und stelle sie mir auf den Herd. Schaut euch mal, wie wunderbar unsere Auberginen angeröstet sind. Die müssen vom Herd. Da nehme ich geradewegs wieder mein Sieb, den ich vorher hatte, und lasse es direkt hier runtergehen. So, perfekt. Jetzt kann das überschüssige Öl schön abfließen. Stellen wir diese hier zur Seite. Der Topf, der kocht so, wie es sein soll. Und ich werfe meine schönen Benoni in das Wasser. Ich habe jetzt hier natürlich Salzwasser schon bereits vorbereitet. So. Ich hatte am Anfang, wenn ihr euch erinnert, etwas Olivenöl genommen, um den Knoblauch anzubraten. Jetzt gegen Ende mache ich noch mal einen kleinen Schuss frisches Olivenöl, einfach damit wir danach einen perfekten Duft haben, perfektes Aroma. So, meine Nudeln sind al dente, es wird Zeit, sie abzuschütten. Das hier ist ein ganz klassisches Pasta-Schutter-Rezept. Das bedeutet, hier kommt kein Kochwasser zum Einsatz, sondern tatsächlich werden die Nudeln richtig vom Wasser befreit. Und zwar genau so. Nehmen wir nun unsere Pfanne wieder, schütten die Pasta schön herein, nehmen, hört ihr das, wie schön knusprig die sind? Oh, herrlich, herrlich, herrlich. So will ich das haben. Und natürlich unsere sensationelle Soße. Mmh. Oh, schaut euch das an. Ist das herrlich oder ist das herrlich? Wunderbar. Der Basilikum, der Knoblauch, das feine Olivenöl. Alles schmeckt man hier raus. Und jetzt heben wir das Ganze
schön unter, bis wir alles schön damit benetzt haben. So. Ich würde sagen, wir richten an. Herrlich. Oh, wenn ihr das riechen könntet. Es ist so, so, so lecker. Aber wirklich so lecker. Oh, diese Quenoni, die passen so wunderbar dazu. Die habe ich extra aus Sizilien mitgenommen. Aber die gibt es auch in Italien. Also, Sizilien ist ja nicht der Nabel der Welt, auch wenn ich das manchmal denke. So, ein bisschen von der Soße noch darüber. Perfetto. Und die restlichen angerösteten Auberginen. Ein bisschen von der Ricotta. So. Du meine Güte, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Und das Finale, obligatorische Basilikumblatt. Ihr kennt es ja schon. Was soll ich sagen? Buon appetito, ragazzi! Das ist wirklich die echte, originale Pasta alla Norma. Buon appetito!